Was geht ab, mein Freund Seth hier? Ich hoffe, es geht dir gut und damit herzlich willkommen zum Investment Friday. Ich habe endlich wieder einige Spieler für dich rausgesucht, in die du jetzt am Wochenende investieren kannst, um extrem viele Coins zu machen. Ich nenne dir natürlich ungefähre Einkaufspreise und den Zeitpunkt, wann du diese Spieler wieder verkaufen kannst. Also pass jetzt genau auf. Achso, und wenn du weiterhin wöchentlich ein Investment-Video hier auf diesem Kanal sehen möchtest, aktiviere jetzt diesen Kanal und abonniere die Glocke. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Jetzt aber genug gequatscht, wir gehen rein, let's go. Zuerst gucken wir uns natürlich wieder unsere wöchentlichen Futterinvestments an. Hier ist das Prinzip ja eigentlich immer das gleiche, aber es funktioniert auch einfach extrem gut. Heißt, wir investieren am Wochenende in Futter rein zum günstigen Preis und verkaufen dann unter der Woche mit hohem Gewinn. Und hier möchte ich dir einfach nochmal die Preise mit an die Hand geben, für die du ab heute Abend 19 Uhr, also Freitagabend 19 Uhr, beziehungsweise übers Wochenende investieren kannst zum neuen Event, weil wir wieder eine Menge Packs Supply bekommen werden. Heißt, wir können gemeinsam in diese Karten zu super günstigen Preisen investieren. Und ich würde mich an deiner Stelle auf 84er, 85er und 86er konzentrieren, einfach weil wir jetzt mit dem Footies Event die ein oder andere Gamble SBC sehen werden. Es wird zum Beispiel auch das 85 Plus Pack kommen, wo 10 Spieler drin sind, das ist schon geleakt worden. Das ist nur ein Pack, was kommen wird, aber Freunde, diese Spieler werden jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder in den SBC gefordert, heißt, sie werden extrem gut ansteigen unter der Woche. Und bei 84er ist es so, die sind gerade bei ungefähr 3 bzw. 3,5k. Hier kannst du reingehen, wenn die heute Abend bzw. am Wochenende unter 2,5k sind. Das ist easy machbar. Ich empfehle dir ja auch, auf Top-Nationen bzw. Top-Ligen zu gehen. Am besten auch noch, wenn du dir gute Positionen raussuchst. Ich nenne das Beispiel eigentlich immer wieder, aber für welche, die vielleicht noch neu sind hier auf diesem Kanal. Ein Philippe zum Beispiel hat eine Top-Nation, eine Top-Liga und ist Innenverteidiger. Steigt immer extrem gut an. Den habe ich zum Beispiel für unter 3000 Münzen letztes Wochenende eingekauft und gestern oder vorgestern für 4900 Münzen verkauft. Heißt fast 2000 Münzen Gewinn pro Karte. Das gleiche zählt auch für 85er. Wenn du die dieses Wochenende Richtung 5k siehst, kannst du dir die hier einkaufen. Ich empfehle dir wirklich einen Clubstock zu machen. Heißt, nimm jeden Spieler einmal mit, speichere den Verein ab. So blockierst du dir nicht deine Transferliste, sondern kannst dann, wenn die passende SBC rauskommt, einfach vom Verein aus rauscashen. 86er empfehle ich dir auch mitzunehmen. Die sind aktuell ja bei 10 bis 12k ungefähr. Wenn die heute Abend bzw. am Wochenende Richtung 9000 Münzen gehen, kannst du dir hier jede Karte einmal mit in den Verein packen und wirst auch hier gute Gewinne einfahren können. So viel zu den Futterinvestments. Auf 83er und drunter bzw. 87er und höher würde ich aktuell gar nicht gehen, sondern konzentriere dich wirklich nur auf diese 84er, 85er und 86er. Aber natürlich habe ich nicht nur diese Futterinvestments für dich, sondern ich habe dir auch noch 3 Spieler ausgesucht, in die du theoretisch mit etwas Geduld All-In gehen kannst, die sich vom Preis her bei der passenden SBC auf jeden Fall wieder verdoppeln werden. Die gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Einer meiner absoluten Favorites zum Traden ist zum Beispiel hier der Ivan Rakitic, hat einfach ein gutes Rating und hat eine Top Liga. Nation ist nicht ganz so gut, aber das ist nicht so schlimm. Das wird nämlich verziehen, weil es eine Gold Non-Rare Karte ist. Und wir wissen ja, die meisten Karten, die gezogen werden zu den Events, sind seltene Goldspieler. Heißt, Non-Rares haben nicht so einen krassen Supply, heißt halt auch extreme Preisschwankungen, die wir uns einfach mal angucken, ist aktuell für 900 Münzen zu haben. Und wenn wir mal den Graphen anschauen, ihr seht, Freunde, der hat einfach extreme Preisschwankungen, weil er regelmäßig für SBCs gebraucht wird. Der geht regelmäßig auf über 1300 Münzen, 1500, 1300, 1200, hier 1600 Münzen fast. Also so ungefähr 1400, 1500 Münzen erreicht er regelmäßig, beziehungsweise eigentlich sogar fast jede Woche. Heißt, wenn du den hier am Wochenende für ungefähr 750 Münzen siehst, das ist keine Seltenheit, den gibt es regelmäßig für 750 Münzen, wenn wir Pack Supply haben, kannst du hier wirklich All-In gehen und wenn er dann wieder seine 1500 Münzen unter der Woche erreicht bei der passenden SBCs, kannst du verkaufen und hast mit diesem Spieler deine Coins ganz einfach verdoppelt. Wann du diese Spieler am besten auscashen kannst, sage ich dir auch noch, aber wir gucken uns erstmal das nächste Investment an und das ist der gute alte Neto, der gerade 1300 Münzen kostet, aktuell etwas zu teuer.
Aber am Wochenende wird auch diese Karte extrem sinken. Ich würde fast behaupten, der geht Richtung Discard-Preis. Also Richtung 800, 850 Münzen wird der auf jeden Fall fallen dieses Wochenende. Aber wenn wir Glück haben, können wir den sogar für 700 bzw. 750 Münzen einkaufen oder auf jeden Fall Massen bieten. Ab 20 Uhr heute Abend, wenn die ganzen Karten auslaufen, die gezogen worden sind, sollte das auf jeden Fall machbar sein, den günstig zu schießen. Also unter 800 Münzen gar kein Problem. Aber am liebsten noch näher am Discard-Preis rein mitnehmen. Auch hier gutes Rating, gute Nation, gute Liga. Wenn wir uns den Preisverlauf angucken, ähnlich wie bei Rakitic, extreme Preisschwankung ist auch regelmäßig auf 1500 bzw. sogar teilweise auf 2000 Münzen. Und das wird dann auch wieder passieren. Wenn wir den zum Discard-Preis mitnehmen, machen wir da auf jeden Fall auch nichts verkehrt und es ist kein Risiko dabei. Die dritte Karte im Bund ist auch eine Karte mit sehr, sehr extremen Preisschwankungen. Es ist der gute alte Pickford, auch hier das gleiche gutes Rating, sogar hier ein 83er Rating, Premier League und von Everton. Ist gerade bei 1500 Münzen, was an sich schon ein guter Preis ist, wenn wir uns hier den Preisverlauf mal anschauen, der kann auch gut und gerne mal auf 3000 Münzen hochgehen, der Mann. Aber Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, heute Abend wird der ungefähr für 1000 Münzen auf dem Transfermarkt zu bekommen sein, wenn nicht sogar darunter. Und wenn ihr das seht, könnt ihr zuschlagen. Pickford für unter 1000 Münzen, All-In-Move, genauso wie Neto und Ivan Rakitic. Für alle Investments gilt übrigens, die früh genug auszucashen. Nächste Woche können wir ja wieder investieren am Freitag. Heißt, wir sollten bis nächsten Freitag oder Freitagnachmittag auf jeden Fall alle Karten wieder verkaufen, weil wir werden auf jeden Fall abends wieder investieren können. Und wenn die Karten nicht so einen hohen Preisanstieg hatten, warum auch immer, ist es nicht schlimm. Sie werden auf jeden Fall etwas steigen. Ihr werdet safe Gewinne machen. Und wenn es nur kleine Gewinne sind, nehmt die mit und investiert abends neu. Dazu werde ich euch dann wieder aber ein Video aufnehmen, nächsten Freitag. Ihr wisst jetzt also die ungefähren Einkaufspreise, zu welchen ihr in die Spieler investieren könnt. Falls ihr Fragen zu den Investments haben solltet oder zu einer anderen Trading-Methode hier auf diesem Kanal, gerne in die Kommentare, damit ich beantworte wie immer alles. Ansonsten verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns im nächsten Investment-Friday-Video wieder. Bis dahin viel Spaß mit dem Investments, macht viele Coins, bleibt gesund und das Wichtigste, habt ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein, euer Seth.